Und hier dürften jetzt auch eigentlich gar keine Monster spawnen, deswegen können wir hier ganz entspannt hochlaufen. Wir können ja dann zwischendurch noch Fackeln machen. Das hat ja dann auf jeden Fall noch Zeit. Und wir sind schon fast da. Das ist schön. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir das hier machen. Ich würde sagen, wir schlagen uns einfach durch. Dass das hier so ein bisschen im Baum verläuft. Mal gucken, wie wir den Ast da gleich noch anbinden. Aber dass wir hier so durch den Baum durchlaufen. Das sieht, glaube ich, ganz cool aus. Von außen zumindest. So soll das Blatt hier natürlich auch noch wegschlagen. Und dann könnten wir eigentlich, wenn ich jetzt Dschungelholz dabei hätte, was ich nicht habe, müsste er mich daran erinnern, dass wir den hier noch anbinden. Kriegen wir bestimmt noch irgendwie hin. So und so. Und dann sind wir auch schon gleich oben. Auf dem Baum der Baumigkeit. Ach ja, ich finde das schön hier. Bloß, ja, das ist natürlich, ne? Dies ist was anderes, aber wenn man hier so guckt, haben wir uns doch schon eine schöne kleine Welt aufgebaut. Die gar nicht so schlecht aussieht, wie ich finde. Ich habe bloß ein bisschen Angst, dass die Treppe hier ein bisschen scheiße aussieht. Aber das werden wir dann noch sehen. So, und ich weiß auch gar nicht, ob die Treppe funktioniert. Deswegen laufe ich mal ganz kurz runter. Dass man hier auch gut durchkommt. Ja, man kommt gut durch. Also alles easy going. Gar kein Problem. Wenn wir uns zwar hier in Drehwurm laufen, aber das passiert schon mal. Kann man jetzt nichts machen, ne? So, das muss hier auch noch definitiv weg. Müssen wir hier schon wieder was anmitten, Alter. Das ist doch zum Kotzen. Kannst du doch so nicht machen, Mensch. Oh Gott, das wird ein bisschen schwer, das wirklich einigermaßen ordentlich anzubinden. Alter, und dann gehen wir hier wirklich auf den Thron der Welt. Fast nicht. Das ist wirklich ein richtig hoher Enchantment-Raum auf jeden Fall. Das ist wohl wahr. So, und hier kommen wir gerade so rüber. Das ist perfekt. Oh, und hier müssen wir schon wieder was zerstören. Hier auch. Hier auch. Dass wir hier irgendwie so ein bisschen durchkommen. Oh, ja gut. Hier kann man halt natürlich auch chillen. Wenn man gerade nichts anderes zu tun hat, dann chillt man einfach hier so ein bisschen auf den Blättern. Alter. Jetzt komme ich hier nicht mehr. Wollte schon sagen, ey, jetzt komme ich hier nicht mehr rein. Das ist ja. Das wäre ja frechlich gewesen. So, immer weiter hoch. Immer weiter. Na, Alter. Jetzt kommen wir hier langsam in die Krone. Das ist schön. Dann haben wir es nämlich gleich geschafft. Wunderbar. Und ich habe echt ein bisschen Bammel, wie das von außen aussieht. So, hier müssen wir uns noch ein bisschen durchgrabben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Lassen wir es jetzt im Baum überfließen. Ich finde das eigentlich ganz schön, wenn wir das so hinkriegen. So. Okay, wir lassen es doch nicht überfließen. Wie habe ich denn das sonst gemacht? Nee, ich hatte doch immer eine Doppelslap. Das ist doch hier falsch. Das können wir doch so nicht machen. So, genau, die waren nämlich erst hier drauf. Aber hier so ein Stück Baum ist auch nicht schlecht. Und dann sind wir nämlich auch schon fast oben auf den Gipfel der Welt. Naja, nicht ganz. Scheiße, da hätte ich das Blatt auch lassen können. Ach, komm schon. Lass mich durch hier. Ich habe was Wichtiges vor. So. Genau. Und den, muss ich hier wieder einen Schlepp drauf. Und dann sind wir auch schon oben. Das heißt, wir werden das hier mal so ein bisschen... Wohl, werden wir das freischlagen? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Weil jetzt sind wir ja schon oben. Das heißt, hier ist hier Slap, 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 Slap. Das heißt, hier kommt noch eine Slap hin. Und dann sind wir auch schon oben. Ja, so sieht das aus. Freunde der Sonne, jetzt sind wir oben auf dem Baum. Hallo, na? Was geht bei euch? Oh, die Tiere haben sich gerade verkrümelt. Ist ja auch schon spät, ja. Die wollen jetzt auch pennen. Und dann macht sich ein Enderman, der hat... Ey, hast du den Adblock her? Schweinerei.
Wirklich, Schweinerei einfach nur. So, okay, also du kommst jetzt hier so raus, ne, weißt du? Und dann würde ich den Baumstamm eigentlich gerne noch ein bisschen erhöhen. Wenn wir jetzt Truppenholz bei hätten, könnten wir das sogar machen. Wir haben leider bloß zwei. Würde ich den so ein bisschen erhöhen und noch eine Leiter ranbauen. Das heißt, dass wir dann so einen, ja, den Enchantment-Raum halt drüber machen. Oh, hier machen wir einen Todessprung. Nein, ich bin abgerutscht, ich bin nicht gesprungen. Oh nein, 37 Level. Ich spawne nicht in meinem Haus. Und ich habe meine Sachen. Und meine 37 Level. Mein Bett wurde blockiert oder zerstört. Das ist doch ein Scherz. Was ist hier los? Wieso habe ich meine ganzen Sachen noch? Hä? Was ist hier los, Freunde? Was ist hier los? Warum bin ich am Spawn gespawnt? Das ist doch scheiße. Oh nee. Monströse Monster verfolgen uns. Was ist hier los? Alter. Aber mit dem Baum, das finde ich, sieht gar nicht so schlecht aus von außen. Da wurde halt befallen von der Leiter des unglaublichen. Keine Ahnung. Alter, sterben wir hier einfach. What the fuck? Und wir haben nichts abgezogen bekommen. Schlucht. Hallo Schlucht übrigens. Schön, dass du hier bist. Ich wusste gar nicht, dass ich hier eine Schlucht habe. Hä, aber wir waren doch hier gerade noch im Bett. Es kann doch nicht sein, dass der Enderman das geklaut hat, oder? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wir haben noch 37 Level. What the fuck? Das war der verrückteste Tod, den ich je in Minecraft hatte. Echt jetzt. Bin auch alleine auf dem Server. Hä? Was ist denn hier los? Und hier ist doch mein Bett. Und es ist doch nicht zerstört. Was ist hier los? Das frage ich mich gerade. So, das ist wesentlich schöner. Hä? Das war ja mal mega strange. Also wirklich mega strange. Okay, der Baum sieht irgendwie so ein bisschen durchlöchert aus. Oben müssen wir definitiv noch Blätter drauf machen. Das können wir aber noch alles machen. Das kriegen wir alles noch hin. Aber wenigstens haben wir jetzt erstmal eine Treppe nach oben gebaut. Das ist jetzt aber mega komisch. So, wir haben Tropenholzbretter, aber wahrscheinlich kein Tropenholz. Was ein bisschen öde ist. Oh Gott, ich gehe mal nach unten gucken. Ansonsten müssen wir mal Tropenbäume unbedingt anpflanzen. Hier haben wir auf jeden Fall noch Setzlinge und wir haben noch Schienen sogar. Oh, hier haben wir noch Tropenholz. Das ist sehr schön. Nehmen wir das doch gleich mal mit. Hier haben wir noch Erde und so ein. Hier haben wir noch Ziegel? Was? Wir hatten hier unten noch Ziegel? Das wusste ich gar nicht. Lol. Das ist ja strange. Dann können wir daraus gleich mal ein paar Stiefchen zaubern. Ist ja strange. Alter, jetzt haben wir auf jeden Fall. Alter, was ist das für eine Folge? Das ist ja alles hier mega, mega strange auf jeden Fall. So, wir müssen mal ein bisschen Zeug loswerden. Warte mal, Nahrung ist hier oben. Und Grünzeug kommt auf jeden Fall hier unten rein. Boah, hier haben wir auch 12 Truppensetzlinge. Also da sieht es gar nicht so schlecht aus. Wir haben noch Lehm bei, den können wir gleich mal loswerden. Und wir haben noch Essen bei. Das kommt nochmal nach oben. So. Den Lehm werden wir erstmal los. Und die 3 Tonziegel, die können wir auch erstmal wegpacken. So, dann können wir nämlich hier erstmal das rausholen. So und so. Und dann können wir uns auf jeden Fall wieder ein paar Stüfchen bauen. Die müssten dann ja hoffentlich mal langsam reichen. Da kriegst du ein Stack raus. Aus 4 Stacks Leben, den du farmst, kriegst du ein Stack raus. Ist ja schon so ein bisschen Kacke irgendwie, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so much. Na gut, dann werden wir ganz schnell die Treppen hier vervollständigen und dann müssen wir uns unbedingt um die Schönheit dieses Baumes kümmern. Dass der sich wieder wohlfühlt. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch in dieser Aufnahme schaffen. Wahrscheinlich eher nicht so. Wir werden es sehen. Und ich weiß auch noch nicht, wie ich das
wie ich das da vorne mache. Vielleicht bauen wir dann nochmal alles um, ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, ob ich das Dach wirklich bis vorne durchziehen sollte. Für den Aufgang. Oder ob ich das nicht doch lieber so lasse. Und hier einfach Flachdach ziehe. Gutes altes Flachdach. So, die dritte Reihe ist dran. Das ist krass. Wir sind schon in der dritten Reihe. Da brauche ich mal einen Erdblock hier dran, ne? Ein Erdblock. So, das brauchen wir hier gerade mal nicht, die Schlepp. Also mache ich hier mal den Erdblock dran und dann können wir hier nämlich schön die Treppen raufzimmern. Und dann sind wir schon in der dritten Reihe und ich glaube, drei Reihen reichen dann auch. Wir gucken uns das dann gleich mal von außen an. Aber ich glaube, drei Reihen ist dann ziemlich ausreichend. Weil so viel wollte ich ja eigentlich auch nicht machen. Also so viel in die Mitte. Weil ich wollte wirklich so ein Flachdach machen, weil so ein Spitzdach finde ich, boah, nee. So, beziehungsweise hier, was mir gar nicht aufgefallen ist, kann man das ja auch verbinden. Warum denn nicht? Warum denn nicht? So, weißt du, dann haben wir das hier verbunden und dann kannst du nämlich hier schön rüber. Dann machen wir das mal überall und dann haben wir endlich dieses Problem hier gelöst. Mit dem Glas. Oh, er pfeift mir ins Ohr. Hör auf, mir ins Ohr zu pfeifen. Ich mache hier mal was anderes an. Silent Love. Sonic the Hedgehog. Alles klar. Falls es jemand kennt, hier ist dein Lied. Mm. So, hier müssen wir mal... Ha! Genial bekommen die Kurve. Genial bekommen, möchte ich sagen. Dann haben wir nämlich auch bald mal unser Schlafzimmer hier in, endlich mal eingebaut. Ja, so sieht das alles ganz gut aus und die Treppen werden leider nicht reichen. Was sehr schade ist. Warum? Vielleicht machen wir dann noch so ein Dachgeschoss drüber. Darauf hätte ich ja mal mega Bock. So mit kleinen Dachfenstern noch. Das würde, glaube ich, ganz cool aussehen. Na, setzt du da mal die Ziegeltreppe hin. So. Ja, dass wir immer noch so ein kleines Dachgeschoss machen. Mit ein paar geheimen Sachen, wer weiß. Wir werden es sehen, wie es dann aussehen wird. Und wir kommen auf jeden Fall nicht rum, was sehr schade ist. Wir haben ja da auch noch nicht weitergemacht. Ich glaube, ich mache das mal da kurz zu Ende. Einfach mal hier übers Dach rennen, ist gar kein Problem. So, machen wir das mal hier schön durchgängig. Außer bis hier. Dass wir das dann auch mal endlich zu haben. Genau, und bei den Fenstern ist da einfach mal kurz so eine Lücke, was ich auch gar nicht so schlimm finde. So. Alter, wer flötet denn hier? Oh Gott, jetzt kommt bloß noch schlechte Musik. Das heißt, wir machen das mal so. Aber bitte nicht mehr das Lied. So, das können wir hören. Das ist schön. Ach ja. So, machen wir unser Dach hier mal so ein bisschen fertig. Und wir haben natürlich keine Treppen mehr. Ich will mir das mal ganz kurz angucken. So. Ja, sieht schon scheiße aus, könnte man so sagen. Also das Wunderschönste ist es nicht, was ich jemals gebaut habe. Wir werden es dann wirklich bei 3 lassen, maximal. Ich überlege gerade schon, ob die dritte nicht vielleicht zu viel war. Und wir es bloß bei 2 hätten belassen sollen. Das ist jetzt wirklich so meine Frage. 3 oder 2 rein? Schreibt es mal in die Kommentare. Das... Lol. Jetzt habe ich eine Stufe zerstört. Super. Ja, 3 oder 2 rein. Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Ich finde es, glaube ich, mit 2 rein sogar besser. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. So, wir haben ja Holz dabei, das heißt, wir brauchen noch Treppen. Und, Quatsch, Treppen. Leitern. Und dann widmen wir uns mal unserem Baum wieder. Haben wir irgendwo mal so Leitern oder so? Ich glaube nicht, ne? Und hier haben wir bloß Tropenholz. Was ich jetzt nicht dafür nehmen würde wollen. Haben wir nicht, Unmengen an Eichenholz eigentlich?